Hallo liebe Naturfreunde, heute zeigen wir euch wieder mal, wie wir einen Fruchtwein aus roten Johannisbeeren herstellen. Wir haben hier ohne die Schüssel ca. 2 Kilogramm und danach berechnen wir unser Rezept. Für die Verarbeitung von Johannisbeeren ist auf jeden Fall Antigel notwendig, das verhindert, dass der Saft geliert. Da wir die Früchte allerdings nicht vor der Gärung zerdrücken, brauchen wir dieses Antigel erst beim Abpressen der Maische. Bei der sogenannten Maischegärung werden die Früchte in den Weinballon eingeführt und Zuckerwasser und Hefe wird zugesetzt und dann lässt man das Ganze für etwa 10 Tage gären. Für die Zuckerlösung vermischen wir 1,25 Kilogramm Zucker mit 2,75 Litern Wasser. Damit sich der Zucker im Wasser schneller löst, erwärmen wir das Ganze auf etwa 35 Grad Celsius. Heißer sollte die Flüssigkeit auf keinen Fall sein, da ansonsten die Hefekultur, die wir nachher zusetzen, Schaden nehmen könnte. Wir füllen nun also die Zuckerlösung zu den Früchten in den Weinballon ein. Zu beachten ist außerdem, dass der Weinballon etwa nur zur Hälfte befüllt sein soll, um genügend Steigraum für die Fruchtmasse zu gewährleisten. Dann setzen wir noch ungefähr 2 Gramm Hefenährsalz zu. Dies bewirkt, dass sich die zugesetzte Hefekultur schneller vermehren kann. Für den Ansatz der Hefekultur benutzen wir etwas Apfelsaft und da hinein geben wir eine Kultur Reinzuchthefe der Rasse Portwein und lassen das Ganze etwa 3 Tage vorher stehen, damit sie sich noch vermehren kann. Dann geben wir diesen Hefeansatz ebenfalls dazu und verschließen das Ganze mit einer Gärkappe. Dies ist sozusagen eine Gummidichtung, die keine Luft in den Ballon hineinlässt. Da sich bei einer alkoholischen Gärung allerdings CO2 entwickelt, muss dieses entweichen können, ansonsten könnte so ein Weinballon durchaus platzen. Dazu verwendet man eine mit Wasser gefüllte Gärglocke. Diese lässt keine Luft in den Ballon hinein, aber die entstehenden Gase können entweichen. Dann lassen wir das Ganze ca. 8 bis 10 Tage gären und nun können wir die Fruchtmasse abpressen. Durch die Gärung sind die Früchte nun sehr weich und lassen sich ganz leicht auspressen. Wir nutzen dazu eine Obstpresse aus Edelstahl, da sich diese sehr leicht reinigen lässt. Außerdem ist hier noch ein Sieb integriert, sodass wir den halbfertigen Wein sofort in den nächsten Ballon abfüllen können. Die Früchte bleiben in diesem Korb hängen und können im Anschluss dann ausgepresst werden. Und wie ihr hier seht, hat dieser Wein schon eine wunderbare Farbe bekommen, obwohl wir die Früchte zu Anfangs noch gar nicht ausgepresst hatten. Theoretisch könnte man diesen halbfertigen Wein auch schon probieren. Er schmeckt noch sehr süß, da noch nicht viel des Zuckers in Alkohol umgesetzt wurde. Jetzt pressen wir die Fruchtmasse noch aus und erhalten hierbei noch etwa 2 Liter Saft für den Weinansatz. Da der Pektingehalt von roten Johannisbeeren sehr hoch ist, muss ab dem Zeitpunkt des Auspressens auch sofort ein Antigeliermittel zugesetzt werden. Wir benutzen hier ca. 5 ml Antigel. Dies ist ein Enzym, welches das Pektin neutralisiert. Dann verschließen wir den Weinballon wieder mit der Gärkappe und lassen das Ganze noch etwa 5 bis 6 Wochen weitergären, bis sich die Gärkappe nicht mehr bewegt. In dieser Zeit setzt sich auch die enthaltene Hefe am Boden ab und bildet einen Bodensatz, von dem wir den Wein dann ganz einfach abgießen können. Vor dem endgültigen Abfüllen müssen wir den Wein dann auch noch schwefeln. Dazu bemessen wir ca. 0,5 Gramm Kaliumdisulfid auf unsere 5 Liter Wein. Dies geben wir in etwas Wasser aufgelöst dann in die Lagerflasche. Die Flüssigkeit enthält nun kaum noch Schwebstoffe, sodass es hier reicht, wenn wir die Flüssigkeit nur noch durch ein T-Sieb aus Papier gießen. Dazu nutze ich einfach eine Kombination aus 2 Trichtern und dann landet das Ganze schon in der Lagerflasche. Diesen Wein lagern wir dann kühl im Keller an einem dunklen Standort. Auf dem Kanal findet ihr übrigens bereits eine Playlist mit vielen Weinrezepten, die wir in den vergangenen Jahren schon gemacht haben. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und außerdem auch noch eine Playlist mit weiteren Johannisbeerrezepten. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.